Hallo und herzlich willkommen zu Yoshi's Story. Wir sind im Finale angekommen, aber nur des ersten Durchgangs. Tüftelschloss. Wie komme ich denn darauf? Tüftelschloss. Wir spielen mit dem roten Yoshi, weil wir alle anderen benutzt haben. Und damals als Kind fand ich das genial. Ich fand's einfach genial. Dieses Level hatte Pep. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Als erstes müssen wir halt dieses Pendel hin und her bewegen. Das könnten wir auch in dieser Info da unten lesen, aber ich als Kind habe sowas natürlich nicht gelesen, weil warum um Himmels Willen soll man so welche Infos lesen? Lesen ist scheiße und so weiter. War immer meine Ansicht. War immer eher lieber der Spieler als der Leser. Gegebenenfalls ausprobieren. So, rein theoretisch können wir jetzt durch. Nee, hier ist noch nichts. Außer das Messer. So, daran bin ich schon ganz oft gescheitert. Das ist nur... Hoppala. Das ist echt total bescheuert. Aber an so welchen kleinen Sachen könnte man einfach so scheitern? So. Genau, wann kommt die Sense hier rüber? Oder beginnt sie eigentlich da? Ich weiß es nicht mehr. Ich beginne da. Gut. Gut, dann ist alles gut. Wenn wir deinen Hintergrund hören, mag sich der eine oder andere fragen. Wow. Lass mal erstmal zurückkommen. Gut. Das ist der Bowser. Weil der muss ja auch seinen Auftritt hier haben in diesem Spiel. Hoppa. Weil Bowser ist ja immer der Bösewicht von allen. Und allen guten Geistern und von allen möglichen Leuten verlassen und hast nicht gesehen. So. Das Rad. Die Frucht. Apfel. So, hier war noch irgendwo ein Geheimgang. Ah ne, der kommt ja später. Ja, unser erster Schlafi. Was war da drinne? So, ich brauche auch mal langsam. Da haben wir welche. Rote, ja. So. Genau. Nummer 6. Ich glaube, die haben damit gerechnet, dass man eigentlich... Wow. Dass man hier diese heilige Dings da... Ja, dass man als Yoshi versucht, alle Melonen einzusammeln. Und nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein! Oh, hier runterzufallen ist richtig schlimm, weil es ist ja das Finale und im Finale darfst du eigentlich nirgendwo runterfallen, weil warum sollte man überhaupt die Möglichkeit haben... noch dann zu überleben. Das ist ja dieses Gemeine hier im Finale. Das ist ein... Ja, springen. Hier ist keiner mehr. Springen. Hier ist keiner mehr. Genau. War hier irgendwas? Ah, nee. Nein. Whoa. Ich weiß nicht, warum ich diese Rede so hasse. Wir müssen hier rüber. Oh. Ja. Dieses dort, dieser Schalter. Zack. Dieser Schalter aktiviert diesen Schalter. Nein, nicht jetzt.
nein, ich muss da schnell hoch. Ich muss da ganz schnell rüber. Jetzt wird's sehr schwierig. Komm, ah, sehr schön. Hier oben müssen wir hin. Das ist ein kleines Geheimnis. Kleines, großes Geheimnis, denn... Hier ist Nummer 3. Dadurch, dass wir Nummer 3 haben, ist schon mal sehr sinnvoll. So. Hier oben sind nur schwarze Schreigeist, von dem an Anfang die Rede war. Die dachte nun. Oh, 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 oh. Das ist natürlich schlecht. Ja, so. Ich glaube, die lassen das nicht sofort wieder fallen, oder? Oh, hey, hey, hey. Ach, nö. Ja, lass mich durch, ich hab doch den Power-Modus, 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 Power. Oh. Elf? Nein, komm, lass mich durch, du... Du Herz, du! Ah, oh, Mann! Gibt's doch gar nicht. Erstmal kurz durchschnaufen. So. Ja, es ist das Finale. Es ist jetzt nichts mehr Unaussprechliches. Zwölf. Also noch wohlbratziger, wie ich das jetzt hätte gemacht, kann man es kaum machen. Das ist doch die Nummer 12. Hätte ich auch woanders aktivieren können. Ah genau, da kann man... Das ist... Wow, das ist der sichere Tod. So, 13. Genau, das ist hier ein kleiner Trick. Da unten ist er. 14. Und damit wird man dann wieder hoch. Zum Meer. So. War hier noch was? Nee, das war die andere. Also hier rüber. So. Genau. Irgendwo war irgendwas, sowas in der Art. Hier wohl nicht. Oh, ich weiß es immer alles nicht. Aber andersrum, das ist ja auch keine Schande. 15. So, Yoshi, jetzt. Rush gleich durch. Oh. Oh! Oh, weia! Aber warum gehen sie jetzt alle dann zu? Ich dachte, der erste geht so und dann dachte der zweite und dann wir. Ich glaube, diskutieren bringt nichts, oder? So, grün! Wir nehmen die schwarzen nicht, weil anscheinend ist das doch ein bisschen gefährlicher als erwartet. Nutzt doch nicht Nummer 3. Wir waren doch schon weiter mit Nummer 2. So. So, das Herz haben wir, ne? Was steht da eigentlich? Ach so, das steht da. Ach, ach nö, ach nö. Wow, 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 wow. Das war völlig
völlig unentspannt schon. So, da seht ihr das doch. Die sind unterschiedlich gegangen. Die sind unterschiedlich. Was für... So, wie bitte sollen wir da durchkommen? Der geht so, dann geht der so. So. Wenn wir dann gucken, dann gehen sie alle. So. Durch. Gut. Ho. Nein. Nicht den nächsten auch noch. So. Ja, wenn ich dagegen komme, dann komme ich doch automatisch wegen... Wow, oh. Hilfe! Da unten war noch was. Ja, hier unten war. Hier unten war der. Den ich eben gesucht habe. 16. Super, jetzt wird's richtig heftig, denn jetzt kommen nicht nur einer, jetzt kommen nicht nur zwei, nein, jetzt kommen sogar vier. Das ist ganz, ganz heftig. Mein, wie war das nochmal? Durchrushen, einfach durchrushen. Irgendwie nur diese Kacke weg. So. So. Was kommt jetzt? Jetzt kommt auch irgend so ein Blödsinn bestimmt. Das Tolle dabei ist, bei jedem Finale wird es genau das gleiche Drama bei mir geben. Also, falls wer auch immer sich die schon die alle angeguckt hat, oder sind die alle schon hochgeladen, dann könnt ihr euch überall das Finale mal jedes Mal angucken. Werdet, jedes Mal genau dasselbe erwartet. So, reicht das? Ja, es reicht. Nein. Nein. Jetzt komm. Ich hoffe, das Herz kommt jetzt auch hier runter. Na, Herz. Du lässt dir aber sehr viel Zeit. Ich glaube, das Herz kommt nicht mehr. Ja, wir haben es auf dem Weg verloren. Schade. So. Normalerweise gehen die jetzt da weiter, die Leute, aber es ist falsch. Oh. Naja. 20. So, hier war auch sowas in der Art mit Melonen. So, 21. Was ist hier mit dem... Quatsch. Das war das mit der Zeit. Da 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 da. Nein, 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 nein. Komm schon, lauf bitte durch, lauf 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 durch, lauf, lauf. Nein, lauf, lauf, bitte. Shit. Ich glaube, wir waren noch nicht mal kurz vom Ziel. Nächster Yoshi verloren, dann gelb. Ach, wir sind ja schon wieder bei 3. Ach nein, nein, jetzt müssen wir schon wieder diese Katastrophe machen, das geht noch. Mann. Und wir haben nur diese 2 Leben. Oder besser gesagt, bei dieser Stampfdings da, haben wir nur diese ein... Das ist doch...
Okay, also ihr habt... ich weiß... Soll ich... Weiß ich... Durch. Gut, den ersten überwunden. Alles ja noch nicht so kompliziert. Jetzt kommt der zweite. Ich würde mal sagen, wenn sie alle zusammen Kabam machen, müssen wir durchlaufen. Vorher nicht. Wir warten dann halt ein bisschen. Dauert ein bisschen alles länger. Der Teil dauert auch ein bisschen länger, aber dafür ist die Spannung ein bisschen höher. Ich glaube, jetzt im nächsten Fassen macht er sie alle. Genau, und jetzt durchrushen. Rush, yeah! Rund. Spannung. Nein, das kann nicht sein. Jetzt Jetzt aber genau das passiert, was ich gemeint habe. Vorhin. Kannst du in diesen scheiß Nägeln festhängen? Super. Können wir nicht irgendwie irgendwo sowas wie so eine kleine Blume stehen haben oder sowas? Kann das nicht irgendwo sein? Andererseits, es gibt hier noch einen Shy Guy. Den muss ich fressen. Sonst ist aus. Bitte, Shy Guy, sei noch da. Nein, du bist auch nicht mehr da. Ach du Kacke. So, jetzt. Ich weiß. Alle, die jetzt sagen, das kann nicht wahr sein. Du. Nee, aber ich muss hier wirklich weitergehen. Es bringt ja nichts, dass ich hier an diesem Level gerade völlig scheitere. Wow. Genau deswegen zerstöre ich die Dinge auch immer als erstes. Ist hier irgendwas Schlimmes? Oh, da ist der Vierer. Oh, ich höre einen Shy Guy, Braucht ihn in Gelb. Und dann schieße ich ihn ab. Kacke. Der zählt so nicht, okay? Oh. Wow. Bitte ein bisschen Spannung rausnehmen hier. Danke. Ach, Mann, du Schande. Also, uns fehlen insgesamt noch ein... Ja, jetzt weiß ich's. Wow, jetzt müssen wir wieder runter. Obwohl. Ja, machen wir. Ja. Gut, bei dir. Nein. Danke. 23. So, jetzt sind die letzten da unten. Risiko. Machen wir Risiko. Komm, mehr als verlieren geht ja schlecht.
Dann haben wir halt einen Yoshi weniger. Umso besser für unseren nächsten Rekord. Ja. Weil, wenn hier im Finale alle Melonen eingesammelt werden würden, na, das wäre doch vor der Burner. So. Ach so, ihr wollt mich jetzt hier ja, super. Gut. Dann weiß ich zumindest Bescheid desbezüglich, dass das hier nichts ist. Also, hier werden dann die letzten Melonis. Ja. Aber ich will. Okay, dann will ich euch mal das Level hier zeigen. Wow, oder auch nicht. Was wir vorhin voll versagt haben. Man kann es auch mit Ruhe angehen lassen. Klar. Immer durchrushen. Genau, und hier bei dem letzten war es nämlich nicht durchrushen. Darüber springen. Gut. So, und hier sind wir gescheitert. Hier sind wir gestorben. Dann hätten wir also hier noch ein bisschen Sprungakrobatik gehabt. Ja. Ach du Kacke. Und hier wäre das Ziel gewesen. Gut. Damit ihr das wisst, so sieht's aus, das Level. Umso besser, dass wir wieder hier landen. So, das heißt jetzt Trauben einsammeln. Nö, Zeit lassen. Ihr habt Zeit. Ich hab Zeit. Oder habt ihr keine Zeit? Wenn ihr keine Zeit habt, spult so weit vor, bis, ja, Yoshi Time ist irgendwie. Also, ja. Das sind Melonis. Ich möchte aber jetzt Weintrauben. Ach. So. Da kann man die Sache gleich viel angenehmer sehen jetzt wieder. Weil wir ja direkt 8 Herzen kriegen. Also 8 Blätterchen. Also, ja. Ihr wisst, wie ich das meine. 5 noch. Auf Messerschneide! Vielleicht werde ich den Teil auch so nennen, auf Messerschneide. Klingt genial. So, und hier ist der Anfang, damit ich es nochmal demonstriere. Ich glaube, das habe ich noch nicht einmal getan in diesem Let's Play. Das ist der Anfang. Zack. So, hier sind wir mit dem roten Yoshi gestartet. Falls sich noch wer auch immer vor einer halben Stunde dieses Video angeguckt hat, oder ja, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, also hier unten steht schon ein bisschen mehr als... bisschen mehr als 2 Stunden. Auch noch ein bisschen daran liegen, dass wir auch noch anderes gemacht haben. Also ihr vielleicht nicht, aber ich. So, das hätte auch gereicht, gut zu wissen. Ja. Mal 4. Launen haben wir alle. Das ist gut. Wollte ich nur noch mal nachprüfen. Weil es hätte ja noch sein können, dass da eine fehlt. Und dann wäre das Geschrei groß. 5. Das ist ein Apfel. Ja, der Typ kann die Früchte.
Früchte untereinander unterscheiden. Wow. Der muss bestimmt im Biomarkt arbeiten, dass er sowas weiß. Ja. Ah, noch eine. Ah, ja, stimmt, die war hier. Ja. So, Gegner haben wir hier alle besiegt. Ah, dann können wir auch gleich mal den anderen Weg noch zeigen, der hier auch möglich wäre. Nämlich hier lang. Komm. Das ist wieder mit dem Hammer. Aber gleichzeitig sind. Mäh, ist das Schnei. Das ist ja halt die andere Option. Und das da oben verpassen sollte. Aber das. Das kommt vor. Das ist auch nicht in Ordnung. Und. Die letzte. Und damit unseren Endgegner. Der Endgegner ist kein geringerer als der Schorke, der unseren Happy Baum hat. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Marios Reitesel? Ich lach mich krumm. Ich hasse es, wenn die Bomboms an die Decke knallen. Das ist nicht gut. Ja, das machen wir aber jetzt. Da sind unsere Bonbons und hier sind Früchte, falls wir die irgendwie in irgendeiner Hinsicht brauchen. Genau. Ach, shit. Genau, die müssen wir so besiegen jetzt. Entweder mit Bomben. Nämlich so. Das ist die erste Option. Ja, Bomben. Ah, schade, okay. Oder so. Das ist die nächste Option. Wer kommt mein Hai? Wer kommt. Hier kommt mein Reim. Der Yoshi klein und dumm fällt auf die dicke Nase. Bumm. Wahnsinn, ich kann nicht mal reimen. Ach genau, wir müssen jetzt. So. Ah ja, genau, wir haben nicht unendlich Früchte, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Wow. Aber wir können halt ein paar Früchte uns holen. Bam! Der hier auf die Nase gefallen ist. Ah, das ist wirklich hart. Genug für dieses Mal. Da hast du den doofen Baum. Ah, ich hasse diese Früchte. Ich muss jetzt mal diskutieren, ob wir den Bowser nehmen dürfen oder die Blushies wieder mit müssen. Das ist das Schlimmere. Unglaublich. Das ist unfassbar. Jetzt tragen wir diesen Bowser auch noch raus. Das gibt's doch gar nicht. Das muss doch alles lösen. Wir müssen neu in Arbeit schaffen. Ah, ja, wir müssen ihn trotzdem. Ja, das war's. Wir haben 25 Melonen eingesammelt, das liegt auch ein bisschen daran, an diesem Baum. Und somit haben wir einen aktuellen Highscore, den wir natürlich nächstes Mal versuchen zu jagen. 29.649! Und wir nennen uns, wie dieser Channel heißt, na, da oben ist das M, das große M. O-N... 1, damit wir wissen auch, dass es der erste Durchgang ist. Ja. Und das war Yoshi's Story. Erster Durchlauf, also wir haben ja ein paar Durchläufe daher. Und jetzt, ja, jetzt wird einfach nochmal gezeigt, wo wir waren mit den ganzen Texten. Also,
das, was da unten steht, das haben wir ja schon mal gelesen. Und von daher wird das nicht nochmal vorgelesen. Das war Yoshi's Story, erste Teil. War auf jeden Fall ein tolles Spiel. Meinerseits, also... eins, das ich auch relativ früh let's playen wollte. Ich es aber irgendwie nie zeitlich geschafft habe. Dazu dann noch andere geniale wie Spiele draußen waren von meiner Seite, wie Smash Brothers oder Luigi's Mansion oder Mario Sunshine oder Mario Kart. Das gibt ja alles noch auf diesem Channel noch zu sehen. Also ihr müsst einfach unter den ganzen Playlists gehen oder halt auf die Homepage meiner Seite. Also ich habe auch eine Homepage. Yeah. Die gibt es an der Seite. An der normalen Homepage, also an meiner normalen Kanalseite, an der Seite. Da könnt ihr einfach mal durchstöbern. Sie ist zwar immer nicht so auf dem aktuellsten Stand der aktuellen Stände, aber sie wird halt manchmal aktualisiert. Da gibt es die ganzen Projekte auch nochmal zu gucken. Oder besser gesagt, sind verlinkt. Die werden dann wieder zurück auf die YouTube-Seite verlinkt. Und ja. So ist das. Was passiert eigentlich jetzt mit... Also der ein oder andere würde sich jetzt fragen, was passiert jetzt eigentlich mit den Yoshis, die weg sind? Ja. Die müssen wir, soweit ich noch in Erinnerung habe, demnächst dann retten. Also halt durch die ganzen Extra-Leben, durch die Schreiger der Extra-Leben. Ja, nie ever. Ja, unglaublich toller Song. Auf jeden Fall... Die müssen wir durch die ganzen Shy Guys jetzt dann befreien. Wir haben ja jetzt nicht unbedingt in jedem Level ein, aber in relativ vielen. Und vielleicht kommt da das ein oder andere noch zu. Ja. Na, ich glaube, im nächsten Durchgang werde ich deutlich später spielen. Weil. Kündigt sich an, so ein bisschen husten. Ja, ein bisschen ungünstig. Aber gut. Ja, der letzte Text, den habe ich jetzt nicht vorgelesen. Verdammt. Aber das wäre dann der Text gewesen, der hier als letztes kommt. So. Da sind sie doch alle. Die Suche nach dem sagenhaften Happy-Baum fand ein glückliches Ende. Die Yoshis besiegten Baby Mosa und kehrten und die Freude kehrte zurück. Und nun lebten sie wieder im wohlverdienten Glück. Und das war das Buch. Ja. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann. Und tschüss! Oh, 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 ja, alle, die jetzt noch dran sind, ich hab was gemerkt, jetzt kommt nämlich noch was. Oh, 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 ja, deswegen habe ich drinnen gelassen. Hier, die Highscore-Liste, jawoll, so sieht's aus. Ich hab meine Namen ja jedes Mal mit diesen Durchgängen genommen. Oh, ich hab das so einige Male durchgespielt, das war, glaube ich, das fünfte Mal damals, oder? Nee, das könnte auch das neunte sein. Auf jeden Fall, das ist die Highscore-Liste, die wollen wir jetzt befüllen mit unseren Immorn. So, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich, denn...
wenn wir zurückgehen, wenn wir auf Start drücken, wenn wir auf... komm! Gehst du jetzt mal wieder aus? Gehst du wieder aus? Okay, dann gehst du doch nicht aus. Gut, das heißt, das ist wirklich das Spielende. Dann musst du die N64 ausstellen. Dann sehen wir uns halt wirklich zum nächsten Mal wieder. So, für alle Geduldigen. Nächstes Mal geht's mit Runde 2 weiter. Also, verabschiedet habe ich mich ja schon, ne? Tschüss!